Ja, der Applaus ist des Künstlers Brot und das wollen wir natürlich hier nicht beenden. Ne? Unser Peter, der Vitus und der Reinhard sitzen bei mir auf der Bühne. Einen wunderschönen guten Morgen, einen Riesenapplaus für die Zillertaler Horderlumpen. Servus. Hallo Stefan. Habe die Ehre. Seit über 35 Jahren steht ihr drei, also da hat man schon mal einen riesen Respekt davor, der Zusammenhalt, den Respekt voreinander, dass man 35 Jahre als Gruppe, als Trio auf der Bühne steht. Und dann trotzdem nach 35 Jahren zu sagen, ich möchte mal schon behaupten, ihr seid ja immer noch auf dem Höhepunkt eurer Karriere. Wir waren ja selber auf immer wieder Sonntagstour in einer besonderen Zeit. Ich habe jeden Tag erleben dürfen, wie es auch in einer schwierigen Zeit funktioniert, mit Stimmung, mit Emotionen und auch in vielen, vielen Festzelten, wie ihr die Leute tragen könnt, wie ihr auf die Leute eingeht. Da ziehe ich wirklich meinen Hut, den ich heute nicht aufhabe. Und dann zu sagen, ich beende die Karriere. Wir beenden die Karriere. Erzähl doch mal. Ja. Wir haben es uns auch nicht leicht gemacht, muss man sagen. Wir haben das Glück gehabt, dass wir seit dem Jahre 1987 der Peter, der Reinhard und ich gemeinsam an einem Strang ziehen durften, dass eigentlich alle Träume in Erfüllung gegangen sind, die sich eine junge Band vornimmt. Und trotzdem haben wir auch Verpflichtungen zu Hause in unseren elterlichen Betrieben. Und wir haben gesagt, ein Ende mit Stil, auch wenn es schweren Herzens ist, mit tiefer Dankbarkeit, mit Stolz und Ehrfurcht. Das ist auch ganz, ganz viel wert und das werden wir in diesem Sinne so absolvieren. Also wenn man jetzt auf 35 Jahre zurückblickt, ich darf mittlerweile auch nächstes Jahr 35 Jahre zurückblicken, was waren eure schönsten Momente? Ganz spontan, was fällt dir dazu ein, Vitus? Ja, ich muss sagen, also 35 Jahre sind natürlich nicht sofort erklärbar, da sind so viele Emotionen und Erlebnisse dahinter. Es waren unglaubliche Momente, waren 2007 der Sieg beim Grand Prix der Volksmusik. Alles hat zwei Seiten. Alles hat zwei Seiten, in allen vier Ländern als Sieger nach Hause zu fahren, das ist was Unglaubliches, hat uns auch viele Sachen geebnet und viele, viele tolle Fernsehsendungen, dich als Freund kennenzulernen, mit dir auf Tournee zu gehen. Es gibt so viele schöne Momente und auch unsere Fans, so viele tolle Geschichten. Und an dieser Stelle von uns drei einmal ein ganz ehrliches Vergelt's Gott. Es war einfach ein Traum, dass wir das erleben durften. Vielen, vielen Dank. Jetzt sagt ihr heute, darf man, muss man das so sagen, dass es heute euer letzter Fernsehauftritt ist? Ja, wir hatten das Glück, weit über 500 Fernsehsendungen zu absolvieren. Und bei einem unserer engsten Freunde zum Schluss auf der Couch zu sitzen, ist auch für uns eine ganz große Ehre. Vielen Dank. Ihr drei Helden, unfassbar. So, dann feiert ihr euer Fest am 12. 13. August. Das wird das Zillertal noch einmal auf den Kopf gestellt. Wir werden dann einmal alle wahrscheinlich Tränen vergießen und das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne stehen. Das letzte Mal unseren größten Hit, 1, 2 oder 3.000 Jahre zu erleben und mit vielen tausend Menschen dann nochmal Ade zu sagen, Danke zu sagen. Oder wie es ihr in einem Lied neu geschrieben, ich möchte mal sagen, das ist ja jetzt schon eine Hymne. Was lacht er denn so? Ist was passiert? Nee, alles gut. Gut, alles wunderbar. So, also eine Hymne, die ihr geschrieben habt für euren großen Abschied, für eure Fans. Ich darf euch schon mal bitten, auf eure Auftrittsposition zu gehen. Begleitet werdet ihr von einem Riesenapplaus unser Reini, unser Peter und unser Vitus. Sie haben schon gesagt, sie bedanken sich bei ihren Fans, sie bedanken sich bei ihren Zuschauern über 35 Jahre. Und nach diesem Lied, meine Damen und Herren, hier in der Arena, möchte ich mal Standing Ovation sehen. Na, für Vergelt's Gott an ihre Fans. Herzlich willkommen nochmal die Zillertaler Horderlumpen. Nach mehr als 3 Jahrzehnten kommt für uns nun die Zeit. Wir hoffen tief im Innern, dass ihr nicht traurig seid.
ihr habt uns stets getragen, vom Anfang bis zum Schluss. Wir danken euch von Herzen, es war ein Hochgenuss. Vergelt's Gott, welch ein Wahnsinn, ihr wart immer für uns da. Durch euch schrieben wir Geschichte, doch der Abschied ist jetzt da. Vergelt's Gott, voller Ehrfurcht. Unsere Träume den Meilenstein gelegt, nach all den Lumpenjahren das Glück mit uns durchlebt. Erinnerungen bleiben gewaltig, wären stark, genau wie unsere Freundschaft an jedem neuen Tag. Vergelt's Gott, welch ein Wahnsinn, ihr wart immer für uns da. Durch euch schrieben wir Geschichte, doch der Abschied ist jetzt da. Vergelt's Gott, voller Ehrfurcht. Vergelt's Gott, welch ein Wahnsinn, ihr wart immer für uns da. Durch euch schrieben wir Geschichte, doch der Abschied ist jetzt da. Vergelt's Gott, voller Ehrfurcht und in tiefer Dankbarkeit spüren wir, dass unsere Freundschaft ewig bleibt. Ewig bleibt, vergelt's Gott. Vergelt's Gott für wunderschöne Musik. 35 Jahre. Die Zillertaler Horderlumpen. Unfassbar schön, oder? Sehr, sehr emotional. So, Abschiede sind nie was Schönes. Sind immer ein bisschen schmerzlich. Ihr habt es getan, was in eurer Macht steht. Ihr habt 35 Jahre Leute glücklich machen dürfen. Die Zillertaler Horderlumpen. Ganz liebe Grüße an die Fans von den Zillertaler Horderlumpen. Da werden sie nochmal applaudiert hinaus. Vielen Dank für immer wieder sonntags die Zillertaler. So, jetzt sind Sie wieder gefragt, liebe